Mountainbike-Content ist mit Abstand der größte Horror für Action-Kameras. Und der Grund, warum ich so etwas behaupte, ist relativ einfach. Ich bin Fulltime-Mountainbike-Content-Creator und aus so einer Action-Cam ansatzweise ein gutes Bild zu bekommen, in dem, was wir damit machen, ist verdammt schwierig. Das liegt einfach an der Tatsache, dass wir einen Sport machen, der sich ganz schnell auf ganz engen Raum bewegt, wo sich ganz oft die Lichtverhältnisse verändern. Wir fahren einfach im Wald. Da bewegt sich alles um einen herum super schnell, das Licht ändert sich alle paar Sekunden und diese Kameras sind ziemlich dabei am Struggeln, ansatzweise ein gutes Bild zu machen. Dementsprechend bin ich umso gespannter, was diese nagelneue Insta360 X4 Kamera so kann. Das ist eine 8K-Kamera, 360 Grad Action Cam. Wir schauen uns einfach mal, was da für ein Bild rauskommt. Insta360 hat mir freundlicherweise diese Kamera zukommen lassen für einen Test. Es ist aber kein bezahlter Test und keine bezahlte Werbung, gar nichts. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Dennoch schreiben wir mal ganz kurz da oben in die Ecke Werbung, bevor wir hier in Teufels Küche kommen. Mir ist aber viel, viel wichtiger herauszufinden, was kann jetzt diese Kamera und ob es dir etwas bringt, wenn du diese Kamera dir kaufst, beziehungsweise dein Leben erleichtert, wenn es darum geht, Content zu erstellen. Butter bei den Fischen. Beim Schneiden dieses Videos ist mir aufgefallen, dass ich über ganz viele Funktionen spreche, die ich gar nicht benutze und mich am Ende auch gar nicht interessieren. Ich habe diese Kamera bis jetzt nur im 360-Grad-Modus benutzt. Sie kann auch einen Single-Lens-Modus, aber den habe ich noch nicht mal aktiviert. Ich gehe stark davon aus, dass die meisten da draußen, die gerade auf dieses Video geklickt haben, eigentlich nur interessiert, wie ist die Bildqualität, wie ist der Ton und wie lange hält der Akku da drin. Und genau das klären wir jetzt einfach mal allgemein. Die Kamera kann auch ganz abgefahrene neue Framerates, aber ich filme ganz stumpf im 360 Grad Modus 8K bei 30 FPS. Die anderen Sachen benutze ich gar nicht. Und am Ende geht es ja eigentlich darum, ist die Kamera etwas für dich oder ist die Kamera nichts für dich? Und obwohl die Wetterverhältnisse mehr als bescheiden sind, kann man ganz klar sagen, dass die Qualität der Aufnahmen so gut sind, dass ich aus der 360-Grad-Kamera-Optik ein Bild bekomme für YouTube, aber gleichzeitig auch ein Bild herausschneiden kann für Social Media, also im Hochformat, ohne dass ich dabei Magenschmerzen bekomme. Kaum ist etwas Sonne da, schon schaut das Bild komplett anders aus. Und Leute, das hier ist eine 360-Grad-Kamera. Was will man denn mehr? Schaut mal selbst, das schaut doch mega geil aus. Aufgepasst, jetzt kannst du auch noch Kohle sparen. Insta360 hat nämlich gerade ihren Summer Sale und haut die Kameras zu echt geilen Preisen raus. Bedeutet einfach, du kannst wortwörtlich Kohle sparen und bekommst eine neue Kamera. Jetzt vielleicht nicht die X4, aber die X3 und zum Beispiel mein Oldtime-Favorite, die Go 3. Das Ding habe ich gefühlt immer in Helm. Und wenn man die Videos kennt, der hat das Ding auch schon 100.000 Mal gesehen. Das ist für Social Media ein absoluter King. Unten in der Videobeschreibung im ersten Link, wenn du draufklickst, supportest du mich, sparst Kohle, bekommst noch irgendwas oben drauf und supportest den Kanal damit. So, genug Werbung. Weiter geht's. Wir müssen da gar nicht um den heißen Brei reden. In unserem Sport gehört es einfach dazu, in regelmäßigen Abständen mal eine Bodenprobe zu nehmen. Und da habe ich schon mehr als einmal gesehen, dass die Actionkamera im Nachhinein dann einfach in die Mülltonne gewandert ist, weil deren Objektivglas zerkratzt war und nicht austauschbar war. Aber auch hier hat Insta360 auf deren Community gehört und das System, was sie schon bei der X3 haben, nochmal weiterentwickelt. Wichtig zu erwähnen ist, das ist ein Linsenschutz, kein Staubschutz. Da kommt Staub rein und wenn es regnet, beschlagen auch die Dinger. Das sagt sogar Insta360 selbst auf deren eigenen Homepage. Es geht einzig und allein darum, diese wunderschönen Objektive zu schützen vor irgendwelchen Kratzern, weil dann kannst du das Ding einfach nehmen und in die Mülltonne schmeißen. Jetzt steht natürlich noch diese offene Frage im Raum. Braucht eine Actionkamera 8K? Nein, braucht sie definitiv nicht. Braucht eine 360-Kamera 8K? Definitiv ja. Und hier ist auch der Game Changer, weil jetzt gibt mir diese 360-Kamera die Option zu wählen zwischen 360 im 4K und Single-Lens-Mode im 4K. Und da wähle ich definitiv den 360-Modus, weil ich einfach viel mehr Optionen habe, frei zu wählen, wie mein Bildausschnitt ist, ohne dass ich vorher 10-mal checken muss, ob die Kamera jetzt richtig sitzt. Und das Geile ist, ich kann jetzt einfach relativ schnell zwischen meinen Chest-Mount und meinen Chin-Mount wechseln und habe immer den perfekten Kamerawinkel. Jetzt steht natürlich immer noch
noch die Frage im Raum von ganz am Anfang. Für wen ist diese Kamera jetzt etwas und für wen ist sie nichts? Wenn du auf der Suche bist nach dem absolut besten Bild, dann gibt es im Hause Insta360 andere Optionen. Wenn du wiederum auf der Suche bist nach einer Kamera, die im Grunde jetzt eigentlich alles kann und in jedem Bereich mehr als ausreichend ist, dann ist die X4 auf jeden Fall eine sehr gute Option und ein deutlicher Schritt nach vorne im Vergleich zu der X3. Davon war ich auch schon ziemlich überzeugt, aber wenn es dann darum ging, das perfekte Bild zu haben, gab es am Ende doch andere Optionen, wenn es um 4K Single Lens Mode geht. Overall, bin ich offen und ehrlich, ist das schon ein ziemlich geiles Ding.